Und da sind wir wieder mit The Forest und ich bin genau an der Stelle, an der ich beim letzten Mal aufgehört habe. Wieso habe ich denn jetzt nochmal die Kassette aufgesammelt? Leute, was? Das ist doch das, wo sie da. Genau, das kenne ich schon. So, jetzt ist hier so ein bisschen die Frage, schaue ich hier noch ein bisschen weiter oder ziehe ich mich erstmal zurück? Da hinten geht es auch noch weiter, ich vermute aber da links, die linke Hälfte, von der spreche ich jetzt, dass das andere Höhleneingänge sind, die dann später sich erst verbinden. Allerdings kann ich das nicht genau sagen. Ich würde jetzt aber dennoch ganz gern erstmal mich zurückziehen, zurück ins Lager gehen, also in meine Base und schauen, dass ich. Oh, es ist auch noch Nacht. Dass ich erstmal. Ah ja, genau, da ist die Ecke. Gut. Dass ich erstmal ein bisschen zur Ruhe komme und dann schaue, was der Schlachtplan hergibt. Denn. So richtig weiter weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Ich werde natürlich schauen, dass ich einfach weiter erkunde, um zu sehen, ob ich irgendwo Höhleneingänge finde, die mir noch unbekannt sind. Ansonsten muss ich irgendwie zusehen, dass ich natürlich auch meine Basis besser ausbaue. Denn Buddy Machine hat mir da ein paar Links geschickt mit Videos zur Basisverteidigung und so weiter. Und liebe Leute, ich will nicht lügen, das hat mir schon ein bisschen Angst gemacht vom späteren Spiel. Denn wie ich schon gesagt habe. So hordemäßig und so bin ich eigentlich nicht so super bewandert und kann mir vorstellen, dass ich da ein paar Schwierigkeiten finde. Wie auch immer man das jetzt nennen möchte, ob Horde oder nicht, aber wenn man halt irgendwie Wellen von Gegnern abwehren muss. Hab ich gerade gewundert, was das hier ist, aber ja klar. Das Raumschiff hätte ich was gesagt. Das Flugzeug. So, und jetzt. Was war das denn da gerade? Oh nein, die Ottos. Wieso leuchtet der denn? Er brennt. Leute, das geht nicht gut los. Gucken, ob ich den irgendwie entkommen kann. Wenigstens so ein bisschen. Und dann erstmal einen neuen Tag beginnen. Und dann werde ich sehen, wie es weitergeht. Aber ich bin natürlich jetzt ziemliche Ecke entfernt. Und jetzt friert der Junge auch noch. Ah, nicht fallen. Ist es jetzt nicht mehr. Ich noch eine Runde schwimmen und dann kann ich mir schön am Feuer ein bisschen was zu essen machen. Mit ihm. Oh. Ich hoffe, der schafft das bis dahin.
Er friert schon ordentlich jetzt. Ja, und dann werde ich allerdings, ich glaube, Basenbau und alles Mögliche, was Schutz angeht und so, bis auf so Fallen und Kleinigkeiten, werde ich off-camera machen, weil das kann unter Umständen Ewigkeiten dauern. Und die nächsten Bäume sind auch recht weit entfernt und dieser Schlitten, ja, den kenne ich auch tatsächlich, aber ich habe den einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Aber ja, na klar, jetzt wo alle naheliegenden Bäume gefällt sind, muss ich natürlich mir anschauen, wie ich da am schnellsten an Nachschub komme. Achso, das ist die Feuerstelle, die ich da gebaut habe. Und dann mal schauen, in welche Richtung ich muss. Wäre vielleicht nicht ganz blöd, wenn ich erstmal den Rest der Karte so ein bisschen aufdecke. Ich glaube, so viel ist da nicht mehr, nach meinem Wissen. Also, bis auf den Norden natürlich, mit den schneebedeckten Partien. Sollte hier jetzt eigentlich nicht mehr so viel sein. Habe ich ein paar Steine dabei? Tatsache. So. Schmeiß an hier. Habe ich denn was zu essen dabei? Nope. Mal kurz ausmachen. Ich glaube, keine Chance. Aber er ist es geworden. Sehr gut. Ah, ich brenne nicht mehr. Sehr gut. Ah, es regnet ja auch. Ja, ich hoffe, ich liege da richtig mit meiner Theorie, dass da irgendwo ein anderer Höhleneingang ist, der mich dann irgendwie in den Kessel führt, denn ansonsten bin ich ein bisschen aufgeschmissen. Aufgeschmissen. Okay, ciao. So, schauen wir mal. Also ich finde, das ist schon recht gut. Was zittert er denn so? Ah, ihm ist kalt. So, jetzt muss ich mal eben schauen. Also ich bin dort. Der nächste richtige Höhleneingang befindet sich nördlich von mir. Ach, direkt da. Ach, unter Wasser, richtig. Unter Wasser und ein Stückchen weiter hoch. Und da haben wir den, den ich gerade benutzt habe, direkt oben links beim Kessel. So. Jetzt bleibt die Frage. Unten links habe ich ein bisschen was von der Küste noch. Da ist so ein Ankersymbol. Da war ich noch nicht ganz durch, glaube ich. Da sind natürlich auch so ein paar kleine Inseln gewesen. Im Grunde würde es doch mal Sinn machen, da lang zu gehen, oder? Muss ich mal schauen, welche Richtung das hier ist. Ja, genau die ich vermutet hatte. Da vorne ist nämlich auch ein Höhleneingang. Und ich kann nicht genau sagen, ob ich da schon war oder nicht. Aber ich vermute, der ist verbunden mit dem Unterwassereingang. Muss ich gleich mal schauen. Irgendwo hier. Das sind doch eher so grobe Einschätzungen, wo die Eingänge sind, oder? Ach, die ist da drüben. Und
schaue ich da gerade nochmal rein, bin aber der Meinung, naja, das Gute ist ja, dass ich auch eine Höhlenkarte habe. Kann ich da nochmal reinschauen? Wo bin ich denn hier? Ja, auch komisch, dass da die Schrift genau da, wo der Marker ist, ne? Da ist die Schrift WK, wahrscheinlich West Cave oder irgendwas, keine Ahnung. Muss mal eben schauen, wo das mich langführt. Das bringt mir eigentlich gar nichts, hier zu sein. Wobei Dead Cave schon gar nicht so verkehrt aussieht. Aber ich werde trotzdem nochmal umkehren und schauen, was sich hier in der Umgebung befindet. Ich weiß halt auch nicht, ob ich in dieses Schneegebiet kann, ohne irgendeine spezielle Ausrüstung, wie zum Beispiel einen richtigen Mantel oder irgendwas. Oder ob das ziemlich dumm wäre. Sehr praktisch. In der Zwischenzeit kann ich hier ja mal wieder reinschauen. Finde einen Weg in den Kessel. Das ist das große Ziel hier. Infiziert. Finde Aloe Vera. Oh, ja. Da gibt es leider keinen Hinweis, ne? Das passiert dann einfach. Haben wir da drüben? Gehe ich da hin? Schaue ich mich hier doch mal kurz um. Nein! Ach, Mann. Dann wird das hier halt eher ein Erkundungsvideo jetzt hier. Denn ich muss ja auch ein bisschen verstehen, was mir zur Verfügung steht, so Map-mäßig. Um hier nichts zu verpassen. Muss natürlich immer schauen, ob hier nicht vielleicht Eingänge sind. Wo bin ich denn? Ach Gott, ganz außen, über meinem Daumen. Ja, ich würde sagen, die Map endet hier. Aber vielleicht ergibt sich hier ja noch was kartenmäßig. Vorne sehe ich irgendwas, was mir nichts sagt. Das ist einfach nur ein Baum, ne? Okay. Das Rote. Das habe ich noch nie gesehen. Und dann schneebedeckte Ecke da oben. Verbinde ich jetzt auch eigentlich nur mit diesem Video, was wir gerade nochmal gesehen haben im Camcorder. Denn da war ja Megans Ankunft, wer auch immer Megan ist. Und da scheint mir dieses große Gebäude zu stehen. Aber ob ich da tatsächlich auch hinkomme oder ob das einfach nur der Story und der Atmosphäre dient, weiß ich nicht. Schauen, hier ist auf jeden Fall die Grenze, scheinbar. Ja, wenn er jetzt friert, dann friert er halt. Aber es scheint mir fast so, als würde ich da gar nicht hin sollen, oder? Außer er macht gleich eine zweite Seite auf mit einer anderen Karte. Sieht nicht so aus. Gehen wir mal hier lang. Schauen wir mal, wie sich da die Karte jetzt erweitert.
Ja, dir ist kalt, bla bla, alles klar. Hallo, hi, freut mich. Ganz kurz, steht hier so ein großes Gebäude? Was ist das denn hier? Ach, das ist Schlamm, oder? Ich habe im Ladescreen stand so ein Tipp. Reib dich mit Matsch oder Schlamm ein. Ganz im Stil von Predator natürlich. Wer ist er denn? Sorry. Ah, da gibt's nur Fleisch. Na gut, brauche ich auch. Ich hoffe, der hält noch ein paar Sekunden aus, damit ich hier mal ein bisschen Strecke machen kann. Und was sehe, weiß halt nicht, wie gesagt, ob das nicht vielleicht noch sich erweitert da oben. Aber ich kann ja gleich mal ein Feuer machen. Das sieht hier wieder wie eine Barrikade aus, auf jeden Fall. Oh, das ist Cockpit, Leute. Oh, oh, oh. Nicht die Karte anrennen. Oh, das finde ich jetzt ziemlich spannend, ne? Seid mal still. Habe ich denn eigentlich? So, da hängt schon mal einer raus. Das ist schon mal sehr beruhigend. Ich wechsle jetzt mal ganz bewusst die Kleidung, aber ich glaube, das ist Quatsch, denn das hatte ich doch gerade gar nicht an. Egal. So, was gibt's denn hier? Leuchtpistole? Sehr gut. Was ist das? TV Star's Wife Dies. Wie? Ich bin Fernsehstar? Das war doch Timmy da, oder nicht? Hallo? Fliegen wir bald weiter? Er ist hier nicht, oder? Ich will hier nichts verpassen. Wie, ich bin Fernsehstar und meine Frau ist gestorben? Habe ich so richtig gesehen? Das sah so aus. Timmy, das war Timmy. Der Eierkopf, der gehört zu Timmy. Wo ist mein Feuer da vorne? Muss gleich nochmal schauen. Ich habe das hier eingesammelt. Aufpassen, dass ich hier nicht angegriffen werde. Nee. Noch viel weniger nee. Energie, Ausdauer, kalt, geistige Gesundheit. Ja, da kann ich diese Musik hören. Was verpasse ich denn hier? Ach da. Hier, das hier. Das sieht mir so ein bisschen so aus wie auf dem Video. Aber das kann natürlich auch einfach nur so ein Fackelding sein, ne? Dass hier oben so ein Feuerkorb ist und der brennt hier. Und das bin ich, das ist doch Timmy hier. The tragic accident exposed. Exclusive. Definitely real. Das bin ich also. Ich bin Fernsehstar, völlig logisch. Und das ist Timmy, der hier sowieso schon dämonische Augen hat, aber gut, kann man ihm nicht unterstellen. Und wir sind auf dem Weg gewesen, ich habe im ersten Video gesagt, ich vermute zu einem Campingtrip, weil er ja dieses Buch hatte. Und deshalb sind wir jetzt abgestürzt, oh Mann ey. Das ist natürlich unangenehm. Wenn erst die Mutter stirbt und dann wird man auch noch entführt und pff, kann auch besser sein. Ich bin aber gerade ehrlich gesagt sehr erleichtert, dass es hier oben endet. Ich hatte so ein bisschen die Sorge, dass hier noch das Schneegebiet richtig weit kommt und ich dann da nochmal mich dumm und dämlich suchen muss.
Aber so kann ich damit leben. Aber wie cool, dass das Cockpit hier auch auf der Map ist und so. Das ist wirklich... Ich finde es wirklich so cool, ne? So ein gutes Spiel. Und als nächstes freue ich mich auf jeden Fall auf Green Hell. Das habe ich genauso wie das hier nur so mal lala angespielt. Und mich nie so richtig drauf eingelassen. Und vielleicht eine Stunde oder so, um so ein bisschen zu schauen. Und das kommt dann vermutlich als nächstes. Aber erstmal möchte ich hiermit ein bisschen mehr Fortschritt machen, um mich dann daran zu wagen. So, zurück zu The Forest. Sehr gut, genau. Jetzt stecke ich hier alles mal ab. Und kehre dann hoffentlich zurück in wärmere Gefilde. Was haben wir hier? Sehr gut, die Karte. Ja, ich muss aber gucken, ne? Nicht, dass hier noch ein Eingang ist und den verpasse ich dann. Oh, das sieht schon cool aus. Nee, aber ist nicht so, oder? Aha, so nämlich. Bleibt liegen, Jungs. Na komm. Das ist Schnee, das sind Münzen. Oh, hier kann ich tatsächlich speichern, sehr gut. Das sind auch nur Leuchtfackeln. Ich werde einmal speichern. Eben schauen, war ich denn 3,41, 44, 29, 31 hier. So, dann haben wir das schon mal safe. Cockpit nämlich gefunden. Ach, war hier ein Feuer? Nee, ne? Okay. So, jetzt schnell zurück. Ja, ich glaube, dann ist die Kleidungsfrage damit auch geklärt, ob man hier bestimmte Kleidung braucht, um in den Norden zu kommen, denn das ist schon das ganze Gebiet, so wie es aussieht. Hier hört es schon wieder auf. Oh, das könnte aber noch interessant werden hier. Dann komme ich hier irgendwie safe runter. Ja, das sieht gut aus. Ich muss auf jeden Fall schlafen und mich ausruhen. Also im Spiel jetzt. Hier sind auch wieder Krokodile, oder nicht? Bin ich nicht in der Ecke? Ich habe meine Gesundheit im Blick. Natürlich noch komplett auf die Seite. Ich werde aber vorher einmal ein Feuer machen. Denn ich muss auch was essen. Und ich glaube, ich habe ja noch so ein Streifenhörnchen hier oder was das ist. Sowas hier! Ja. Kann ich mich denn hinsetzen? Um mich auszuruhen? Wahrscheinlich nur auf diese Bank, ne? Okay. Weiter geht's. Wie gesagt, kann natürlich sein, dass das alles Quatsch ist hier, dass ich das hier jetzt so absuche, aber ich will wirklich auf Nummer sicher gehen, denn ich weiß es nicht. Falls euch das langweilt, dann überspringt das Video gern.
Aber ich kann es mir nicht erlauben, hier nicht hinzukommen. Denn ich weiß es nicht besser. Neues Tier entdeckt, das habe ich denn jetzt schon wieder. Ach, der Hase hier, ne? Denn ich denke mir immer, wenn Entwickler sich die Mühe machen, so eine Ecke hier reinzubauen in so ein Spiel, dann wird da auch irgendwas sein. Ist halt nur die Frage, was und was mir das bringt. Hier ist nichts weiter. Ist natürlich die Frage, wie sich die Küste da oben biegt und wann ich hier auf Wasser treffe. Ob ich hier jetzt da lang überhaupt auf Wasser treffe oder ob das alles noch Landfläche ist. Das kann natürlich auch sein. Ich will auf jeden Fall ein bisschen weg vom Schnee, sobald es dunkel wird, denn hier möchte ich ungern schlafen. Wobei es hier recht friedlich ist, kannibalenmäßig. Ah, jetzt ist es auch nicht mehr kalt, scheinbar. Denn ich meine, hätte ich diese Erkundung hier jetzt nicht angetreten, dann hätte ich die Leuchtpistole nicht gefunden. Ich weiß nicht, wofür die Leuchtpistole gut ist. Ich habe es in einem von den von Buddy Machine verlinkten Videos gesehen. Die bringen einen dazu zum Brennen, aber also ein Feind, aber ob ich damit vielleicht auch irgendein Signal absenden kann, was storymäßig Sinn macht. Oh, ich bin sehr erschöpft, oder? Hier endet das jetzt. Okay, da haben wir Wasser. Da haben wir so einen kleinen Teich oder irgendwas da vorne. Hier, oder? Direkt vor mir? Was heißt das denn hier auf der Karte? Ah ja, doch.
schöner Käse. Ich will eigentlich nur vorbei. Weiß halt auch nicht, die hatten halt auch hier ihre größeren Hütten direkt am Wasser. Ich weiß nicht so genau, wie weit ich davon entfernt bin. Plus Krokodile. Ah, da ist er ja. Schön vorsichtig. Dann lieber ein bisschen schnell Rückzug antreten und dann am helllichten Tag schauen, ob ich hier... Oh, shit. Okay, da habe ich jetzt nochmal Glück gehabt. Komm mal her. Gucken, was ich mit seiner Haut machen kann. So einen Beutel kann ich, glaube ich, noch irgendwie... ja, basteln. Aber hier sieht es doch ganz okay aus, oder? Soll ich mir ein kleines Camp aufbauen? Das ist wahrscheinlich die schlimmste Ecke überhaupt. Aber wenn die Ottos da jetzt hinten bleiben, dann ist alles okay. Habe ich genügend Blätter? Scheiße. Ein paar Stöcke. Gib mal Stock. Eins, zwei. Oh Mist, ich kann doch gar nicht schlafen. Da hinten war noch einer. Oh Gott. Da ist er. Oh Mann. Hier, das ist hier der Baumstammschlitten. Dem kann ich, wenn Bäume ein bisschen weiter weg sind, die schon mal lagern und dann schneller zurückbringen und dann hier im Idealfall natürlich im Baumstammlager lagern.
Mir war so, als konnte ich noch irgendwas... Ah, hier, Beutel. Jungs, warte mal. Trottel. Trottel, das war meine Schuld. Da ist noch einer. Oh Mann, wie gesagt, das ist hier bestimmt die schlimmste Ecke. Kann ich schlafen? Nee. Was bringt mir denn der Beutel? Kann dazu benutzt werden, um Beeren zu sammeln. Cool. Rehfell. Steinbeutel, Speertasche, Wärmeanzug. Zwei Seile. Das habe ich ja alles nicht. Oh, sechsmal Hirsch oder was? Ich lieber nochmal die Rüstung stärker. Der guckt da immer noch rum. So, nicht mehr lange, vielleicht 30 Sekunden. Oh Gott! Die ganze Kelly Family. Oh Gott. Nope. Was hat er denn mit seiner Lampe eigentlich hier mit seinem? Nee, nee, lass mal gut sein. Ich bin der Meinung, da drüben war irgendwo so ein Zeltlager mit so kleinen roten Zelten. Oh, jetzt guckt da drüben noch einer rum. Das gibt's doch gar nicht. Und da ist auch noch einer. Ja, also merken, dieser Strand hier kurz vor dem Schneegebiet ist wirklich schlimm. Dass da jetzt noch ein gelbes Symbol ist, ist echt ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Denn das Lager muss ich zerstören. Ich weiß nicht, ob es sich automatisch zerstört am nächsten Tag. Das ist das Zeltlager. Wie praktisch. Da, das ist, was ich meinte. Das sind deren Hütten da hinten. Okay, das sieht aber ganz gut aus jetzt kartenmäßig. Oh, lass mich lügen. Ich glaube, da oben ist sogar ein Höhleneingang verzeichnet. Oben links diese schwarzen Hütten oder was das ist. Und genau zwischen den oberen beiden bin ich der Meinung, sehe ich einen... Oder? Sehe ich ein Dings. Ich mach mich mal auf. Das wäre natürlich fantastisch, wenn ich da nochmal einen Höhleneingang hätte. Denn ansonsten ist der nördliche Bereich ja bisher auch so ein bisschen nutzlos. Oh Gott, ey, kommen Sie wieder. Oh. Mann, wenn ich so viel Kraft habe, was habe ich dann für ein Problem mit diesen Kannibalen? Halt mal ab.
weiß auch gar nicht, ob das einfach nur Kannibalen sind oder ob die irgendwie. Ob man mit denen experimentiert hat oder irgendwas, denn da ist ja auch dieses Mädchen im Rollstuhl und diese Mitarbeiterkarte, die ich da gefunden habe. Hier mal wieder ein paar tote Haie. Zeig mal her hier. Kann sein, dass ich das komplett falsch sehe da auf der Karte. Weiß auch nicht, ob ich da rein kann in die Dinger. Ja, gib mal. Das ist schön geworden hier. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob man in irgendeiner davon was findet, aber ich sollte es mal ausprobieren. Würde mir im echten Leben so schlecht werden, ne? Mit diesem Tunnelartigen und es wird kleiner und so. Das ist ja nix. So, zeig mal her hier. Gott, wo bin ich denn? Okay, dann lag ich doch komplett falsch. Dann gehe ich trotzdem mal hier lang und dann hinten wieder hoch und dann schaue ich mal, ob ich da möglicherweise einen Höhleneingang finde. Ich überspringe diese Hütten hier jetzt mal. Ich glaube, hier ist nicht viel. Was ist mit ihm hier? Das habe ich genau gesehen, Freundchen. Hier irgendwo, ne? Jetzt laufe ich ganz gut drauf zu, glaube ich. Jetzt muss ich mal schauen. Ich glaube, der hat mich gesehen, ehrlich gesagt. Sah so aus. Da sind noch mehr. Oh Gott. Aber das sagt mir auch, dass ich hier... richtigen Weg bin. Hau mal ab! Oh, jetzt kletter doch nicht den Baum hoch, ey. Fuck. Ja, das sieht mir sehr gut aus. Der lebt noch. Aha. Okay, die Hansels sind ja jetzt verteilt da hinten. Jetzt ist die Frage, habe ich mich getäuscht und hier ist gar kein Eingang?
Muss mal eben schauen. Ziemlich genau hier. Jetzt muss ich das mal kurz provozieren, dass der mich hier... Nee, aber ich sehe hier keinen Eingang. Aber das ist doch immer in der Nähe von diesen Camps, ist doch immer irgendwas. Oder? Ich glaube nicht, Leute. Ich glaube, ich sehe da was falsch, aber... Ich finde halt, hier ist irgendwie so viel los dafür, dass hier nichts weiter sein sollte. Ja, das sieht irgendwie so nach... Hier ist noch was aus, aber hier ist nichts. Kann es nicht sagen. Ich laufe jetzt noch einmal durch. Und wenn nicht, dann... Dann war es doch jetzt, das jetzt auch erstmal. Dann werde ich mich zurückziehen nochmal. Denn die Erkundung ist vollbracht. Und wie gesagt, ich ging davon aus, dass hier irgendwas ist. Aber ich kann es beim besten Willen nicht finden. Hier nicht, da nicht. Natürlich sein, dass die Ottos direkt draufstehen. Ist auch nicht, warum die da rumgurken. Naja. Auch dass hier so viel ist, das ist auch so verdächtig irgendwie. Nee. Ich denke, da lag ich einfach falsch. Aber ich finde es irgendwie verwunderlich, dass da sonst nichts weiter ist. Da ist ein ganzes Camp von denen. Und ich finde keine Zeichnung oder irgendwas. Das ist einfach nur reines Camp. Und mehr nicht. Aber vielleicht komme ich da nochmal drauf. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, da hinten ist nichts weiter. Nach jetzigem Stand. Oh Gott, die sind immer noch am Rennen, ey. Und muss ich ein bisschen aufpassen hier. An der Stelle werde ich das Video mal beenden, Leute.
Das soll jetzt nur ein Erkundungsvideo gewesen sein. Ich wollte es trotzdem teilen. Ich kann verstehen, wenn das langweilig ist für manche, vor allem wenn ihr die Map schon kennt und so. Alles cool, aber ich muss ein bisschen verstehen, womit ich es hier zu tun habe und was die Möglichkeiten sind, wie weit ich laufen kann und was ich da noch finde. Ich bin der Meinung, da ist jetzt nichts weiter, weshalb ich das dabei belasse. Und zusehe, dass ich... Warte mal, was haben wir denn hier? Dass ich beim nächsten Mal dann lieber schaue, dass ich in den Kessel komme. Denn ich vermute, der Kessel ist die Lösung zum nächsten Storypunkt. Und hier sind Krokodile, ich weiß. Ach, das Wasser. Sehr gut, ein bisschen was sammeln noch. Hier ist sonst nichts auf der gesamten Fläche. Scheint so. Okay, Leute, dann in diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bitte lasst mich wissen, wenn ich da irgendwas übersehen habe, gerade im schneebedeckten Gebiet oder in dem Camp gerade. Immer her damit. Ansonsten in der nächsten Folge werde ich schauen, dass ich wieder ein bisschen Story-Fortschritt mache und keine Krokodile störe. Bin ich safe hier oben vor dem? Stimmt, ne? Ah, da steht ja. Zwei, ja, warum nicht? Genau, also wir werden sehen, wie es weitergeht. Jetzt sehe ich. Egal, wir sehen uns, Leute. Vielen Dank. Bis dahin. Ciao.